für dich das schönste Erlebnis gewesen, oder das beste Rennen, das dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Vorletzte Rennen, das war in Balm. Ganz fest auf und runter gegangen ist. Ja, dann hat es dir ja hier in Escholz-Matte sicher auch gut gefallen. He? 50er Meistertitel hast du jetzt. Zukunft, wie sieht es bei dir aus? 65er. Möchtest du noch irgendjemandem Danke sagen? Ja, und Papi und Mami und meinem Onkel und Pascal. Super. Der Trainer von uns. Hast du das Jahr? Okay. Erzähl ein bisschen, wie es war, was hat dir am besten gefallen? Was war nicht so cool, wenn es überhaupt etwas gibt? Velodörfer sind nicht so cool. Ja, hier, wo wir zu Mauer miteinander fahren mussten. Das war genau. Alles cool. Hinter dem Toni Zimmer, Zweiter. Ja, mit dem darfst du leben, oder? Da kannst du zufrieden sein. Willst du noch jemandem Danke sagen? Jugendgrossmeister 2017 bei den 65er. Super spannendes Wochenende jetzt hier nochmal am Schluss. Eigentlich grundsätzlich schon die ganze Saison. Von dir ein kurzes Resümee über das 2017. Wie hast du die Saison erlebt? Also, Anfang des Rennens waren wir der Zwanger. Sehr gut gewesen, zweimal Sieg. Und dann noch 1, 2, 5 Rennen habe ich nur mal mit Club. Dann habe ich gesehen, nein, das schaffe ich nicht. Und jetzt nach 5 Rennen ist es wieder gekommen. Und dann immer Dampf gehabt und heute in dem schwierigen Wetter. Einfach nur ruhig gefahren und dann haben wir können den Titel holen. Das ist für dich die erste grosse Meisterschaft, die du gewinnst? Oder hast du schon früher noch Rennen gewinnen können oder sogar Meisterschaften? Rennen habe ich schon ein paar gewonnen früher, aber der Titel ist zuerst mal. Okay, gratulieren wir dir natürlich recht herzlich zu diesem Titel. Was ich einfach geil gefunden habe, also ich bin auf jeden Fall mega happy gewesen von Frauenfeld, dass ich dort hin durfte. Und freue mich jetzt so auf Supercross und auf den Jeremy's Ebert zum Trainieren. Hast du schon Gedanken gemacht, wie geht es bei dir weiter in der Zukunft? Ja, wir haben klar 85er. Einfach locker fahren, keine Ahnung, wer alles aufsteigt. Aber es wäre natürlich richtig geil, wenn ich unter den ersten 10 wäre, wäre mein Ziel. Aber jetzt zuerst einmal feiern und jetzt anfahren und dann wieder Gedanken machen. Okay. Jetzt noch jemand, der du unbedingt mal Danke sagen? Ja, auf jeden Fall meine Eltern, Kollegen, Sponsoren, ohne sie könnte ich das nicht machen. Die Saison 2017 ist vor kurzem zu Ende gegangen. Hier hast du einen souveränen Tagessieg geholt in Escholz-Matte. Machen wir hier die Strecke. Hat dir gefallen, sehr wahrscheinlich? Ja, sicher. Es war sehr cool. Du hast es gern, wenn es schwierig ist und auf und ab geht, in dem Fall, he? Mhm. Meisterschaft, bist heute noch gerade so knapp vom Liam ja überholt worden, jetzt auf dem zweiten Platz. Dazu eine ganz herzliche Gratulation. Super spannende Zweikämpfe hatten wir. Es war sehr interessant, bei euch immer zuzuschauen. Was ist dir so am meisten geblieben in dieser Saison? Oder wo musst du sagen, das war das Kühlste, das ich erlebt habe? Das Kühlste, das ich erlebt habe, war ja, die super coolen Rennen von der ganzen Saison.
Was ich nicht cool gefunden ist, bei FMS, so zum Beispiel die Rasenrennen, dann, die habe ich zum Beispiel nicht so gut gefunden. 2018 steht ja dann auch schon wieder vor der Tür. Jetzt ist zuerst ein bisschen Pause oder trainierst du voll durch und machst dich bereit für nächstes Jahr? Ja, ich trainiere sicher mit dem 85er nach. Und dann fährst du wieder im Schweizerischen Jugendmotocross-Club oder willst du gerade in der FMS probieren? Ich fahre sicher wieder im Schweizerischen Jugendmotocross-Club und vielleicht nächstes Jahr FMS, vielleicht, wenn ich gut bin. Cool. Willst du noch etwas speziell Danke sagen für diese Saison? Ja, mit meinen Sponsoren, Eltern, alle, die das mir geleistet haben. Dann vor allem die Piste machen, wie da, das ist ja nicht selbstverständlich. Was hast du für Ambitionen für nächstes Jahr oder überhaupt mit welchem Töff fahren für nächstes Jahr? Nächstes Jahr schauen wir nochmal, dass wir mit dem 85 fahren können. Und natürlich ganz darauf an, ob ich im Winter wachse oder nicht. Aber wir schauen sicher, dass wir mit dem 85 nochmal fahren können. Und wenn es geht, FMS und ADAC, mal schauen, wie weit wir dort kommen. Du bist mit guten Kollegen auf dem Podest, interessante Fights gehabt. Und spannend, weißt du, so eine Top-Erinnerung. Oder was ist dein schönste Erlebnis 2017? Und natürlich ganz nah noch die Fights mit den Kollegen. Nach dem Rennen ist man wieder beste Kollegen. Während dem Rennen denkt man vielleicht auch mal, ja, bist du nur vollgepasst, wie du mich jetzt gerade überholt hast. Und ja, es ist cool, so mit dem Familienleben hier auf dem Rennplatz. Ich danke ganz klar meinen Sponsoren, vor allem meinen Eltern. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ja, meiner ganzen Familie. Danke vielmals. Über die Saison 2017, wie ist es gelaufen? Ja, eigentlich Anfang der Saison ziemlich gut. Guten Rhythmus gehabt, alles. Aber nach etwa guten Spiel ist es etwas schlechter geworden. Bin mehrmals umgekehrt. Nach einem Ball hatte ich auch relativ viele Fehler gehabt. Aber jetzt ist der Töff noch nicht gelaufen im letzten Rennen, also heute. Und jetzt wissen wir nicht, ob wir Zweiter oder Dritter sind. Okay, die Strecke heute hier ist schon zu matt, sehr schwierig gewesen, brutal viele Löcher gehabt. Ist das da, was dir gefällt? Oder ist das eher da, wo du sagst, ist ein bisschen schwierig? Nein, mir gefällt das eigentlich so ein bisschen auf und ab und viele Löcher und Technik halt. Das gefällt mir eigentlich. Wo sieht man die 2018? Was ist dein Winterprogramm und nächste Saison? Was stellst du dir vor? Ja, nächstes Winterprogramm sicher viel trainieren und auch technisch und konditionell. Und nächstes Jahr sieht man mich hoffentlich auf den 85er FMS und ja, zwischendurch dann vielleicht noch ein Rennen oder Schönenberger.
ja, allen meine Sponsoren, der Familie. Und, ja. Auch eine Saison war bei dir, kurz nacheinander zwei Unfälle. Ja. Gleich ein kurzes Resümee von dir über die Saison 2017. Ja, wäre eigentlich sehr gut gelaufen bis auf die zwei Unfälle. Aber ja, ich bin Rennen für Rennen gefahren und mich eigentlich nicht mehr gross auf die Meisterschaft konzentriert. Ganz klar, der schnellste war da ja. Wenn du eigentlich angetreten bist, hast du gewonnen, wenn nicht gerade irgendetwas Aussergewöhnliches war. Wo sieht man dich nächstes Jahr im Einsatz? Ja, ziemlich sicher 125er. Wahrscheinlich nochmal Schweizerischer Jugendmotorcross-Club. Samen Nachwuchs und vielleicht noch FMS. Vielleicht kann ich sogar noch versuchen, Frauenfeld noch schon mal versuchen zu fahren, wegen der Atmosphäre. Ja, wäre cool. Kannst du noch darum speziell Danke sagen? Ja, sicher meiner Familie für die gute Unterstützung und ja. Okay. Sidi und Zachmann, allen Sponsoren, ja. Super. Gratuliere dir zu dieser tollen Saison. Merci vielmals. Freut uns, dich nächstes Jahr wieder bei uns zu begrüßen. Ist gut, danke. Schweizerische Jugendgrossmeister 2017 in der 150er-Klasse. Erzähl ein bisschen von dieser Saison, wie ist der gelaufen? War eine gute Saison, hatte ein paar gute Rennen, keine Verletzungen, bin gut durchgekommen und bin froh, dass sie jetzt fertig ist. Okay, das schönste Erlebnis und eventuell, wenn es gibt, auch etwas Negatives vom 17. oder so richtig eingefahren ist? Das schönste Erlebnis, Rennen in Möckers, großes Event für mich. Ein negativer Moment, MX Gutenswil, da hatte ich einen leichten Crash. Wie sieht deine Zukunft aus? Was machst du 2018? Die ersten Sachen Marken und auch in Serien. Wo siehst du deine Chancen nächstes Jahr? Ich bleibe weiterhin auf der 125 KTM. Ich werde wahrscheinlich im Samen Nachwuchs antreten und wir nebenher noch ein bisschen Baden-Württemberg abfahren. Ich möchte ein großes Dankeschön an meine Eltern sagen, an all meine Sponsoren und meine ganzen Freunde. Jo! Das Feedback-Rückblick Saison 2017. Wie ist der gelaufen? Ja, am Anfang bin ich noch ein bisschen zurückgehalten und etwa Mitte der Saison ist dann immer besser geworden und hat auch viel Training gemacht. Und, ja. Mehr körperliches Training oder auf dem TÜV hauptsächlich? Beides, aber eh noch TÜV fahren. Okay. 2018 natürlich, jetzt geht sofort weiter trainieren oder hast du jetzt das erste Mal noch ein bisschen Pause und mit was fahrst du nächstes Jahr? Also zuerst machen wir jetzt mal ein bisschen Pause machen, haben wir gesagt, und vielleicht im Winter durch ein bisschen konditionelles Training machen und nächstes Jahr werde ich auf den 350er hocken und mit dem noch ein paar Rennen fahren. Ja, auf jeden Fall sicher auch meine Mami und mein Papi. Mein Bruder unterstützt mich auch und halt meine Kollegen auch. Ja, Menzi, heute im dritten Platz hier in Escholz-Matt. Hat dir die Strecke gefallen? Ja, sehr. Es war ordentlich schwierig, brutal viele Löcher gehabt. Ist das Auto gerne, wenn es schwierig ist und technisch? Ja, eigentlich eher weniger, aber heute ist eigentlich gerade alles. Gratuliere dir ganz herzlich, du hast es super gemacht. Hast du verdient. Jeni, das erste Jahr bei den 50er dabei gewesen. Und letztes Jahr ist es aber schon ordentlich für Bürsche gegangen. Erzähl ein bisschen, wie hat dir die Saison gefallen? Gut. Bist du viel umgekehrt? Bist du nicht so viel umgekehrt? Geht das so? Aber sonst, TÜV fahren macht dir viel Spass oder mega viel Spass? Gut, mega viel Spass. Mega viel Spass. Okay. Und nächstes Jahr? Greifst du auch bei den 50er? Ja. Willst du auch noch jemandem Danke sagen? An der Familie. Und für den TÜV. Und für Brüllen und alles.